Der hat was. Was ist das denn? Ah, das will ich nicht. Ah, nee. Hey ho, ihr Minenarbeiter und Innen. Hier ist der gute alte Vorbuddler. Und spiele mal wieder eine Schippe voll. 7 Days to Die. 4:30 Uhr. Schön, dass ihr auch schon so früh aufgestanden seid und wieder eingeschaltet habt. Falls euch das hier gefällt, dann haut auf den Like-Button. Und wenn du hier neu bist, abonniere außerdem den Kanal. Ich habe einen neuen Plan. Ich habe über Nacht hier wieder gesessen. Oh, hallo! Ich habe über Nacht hier rumgesessen. Und das ist am Anfang gar nicht so schlecht, weil ich mir dann in Ruhe mal wieder so ein bisschen das Inventar angucken konnte. Ich habe ein paar Sachen gecraftet. Hauptsächlich einfach. Oh, immer wieder. Also. Also hauptsächlich, um mal das Inventar so ein bisschen leerer zu kriegen. Ja, und verschiedene Dinge nochmal so ein bisschen angeguckt. Oh, was ist das da hinten? Oh, ist ja auch cool. Boah. Boah, soll ich da mal hinlaufen? Ja, das Problem ist, ich lasse mich jetzt natürlich total hier verleiten, von meinem Plan abzuweichen, der da war, dass ich jetzt wirklich hier echt mal heute weit wegrenne. Ich will hier raus aus dieser Wüste. Hier ist nichts los. Ich finde hier nichts, was ich brauche. Außer Holz habe ich jetzt. Immer noch nicht. Immer noch nicht? Wieso? 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 Ach, Inventar immer noch voll. Ah, ich glaube, komm, die schmeiß ich mal weg. Doch, es ist die gleiche Richtung. Ah, das ist cool. Ne, ich hatte mir die Map angeguckt und wollte dieser Hauptstraße hier weiter folgen. Weil offenbar ist der Großteil der Map jetzt hier in diese westliche Richtung. Ist das Westen? Ja, ist Westen. Och, ich habe hier sogar einen Kompass. Guckt mal einer an, was man so alles so entdeckt. Boah, das Tempo von dem ist echt. Nicht der Rede wert. Heiß ist es hier, ich gehe hier kaputt, ich habe kaum noch was zu essen. Besser jetzt nur gehen. Oh Mann, ist das langsam. Kann ich noch weitergehen? Ich kann. Wie, ich bin hunted? Hunted? Ich bin hunted? Nein, werde gejagt? Ganz interessante Zufallsentdeckung. Ist das der Typ, der vor meiner Tür war? Ist der mir jetzt. Folgt der mir? Da kommt einer, aber ich glaube nicht, dass der hinter mir her ist, da der. Ja, 7 Days to Die. Ein Spiel voller Geheimnisse. Da hinten das Gebäude sieht natürlich wieder vielversprechend aus. Ich erinnere mich auch, dass ich früher mich in so einem großen Industriegebäude niedergelassen hatte. Ganz weit oben. Und das war ziemlich cool, so freizuhalten von Zombies. Also die verrannten sich da immer, man konnte die gut in eine Falle locken. Und das ist ein ganz guter Ausgangspunkt gewesen. Ja, vielleicht mal ab und zu mal gucken, dass man auch mal ein bisschen was Wertvolles mitnimmt. Was ich herausgefunden habe, ist Aloe Vera. Aloe Vera. Aloe Vera. Ja. Ja, das ist ziemlich cool. Aus Aloe Vera kann man sich irgendwie auch so einen Drink herstellen. Ich hoffe mal. Ne, Aloe Vera hat ja einen guten Ruf als Heilmittel und was weiß ich. Kann man ja überall rein. Überall tun sie das heutzutage rein. Ins Shampoo. Was weiß ich, in Joghurt. Körperlotion. Kondome. Weiß ich nicht. Ne, also. Überall ist Aloe Vera drin. Ich habe einen Stein gefunden. Habt ihr das gemerkt? Ich habe einen Stein gefunden. Und noch mehr Aloe Vera. Nehme ich jetzt mit. Habe ich eh den Slot schon. Wie ist das? Was war das gerade noch?
Da war auch gerade wieder ein Zeichen. Siehst du, ich mache mir jetzt mal hier so ein Cream, Aloe Vera Cream. Ah, lecker. Das hört sich schon gut an. Sieht auch lecker aus, finde ich. Ja, wo ist das jetzt? Wo ist das? Wo ist das? Wo kommt das hin dann? Oh, ein Molotow-Cocktail habe ich immer. Was soll ich mit diesem Landclaim-Block? Und jetzt kann ich das nirgendwo. Was passiert jetzt, wenn ich das. Nix. Was jetzt passiert? Ist das jetzt weg oder? Also, das habe ich alles noch nicht so wirklich geblickt. Ist auch egal. Wahrscheinlich muss ich mal demnächst mal eine kleine Folge machen, wo ich jetzt nur für mich mal spiele, damit ich ein paar Stunden mal nochmal so reinkomme. Keine Ahnung. Zu viel möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Dann macht das ja keinen Sinn, hier wieder ein bisschen zu spielen. Blueberry Pie, oh komm. Eat. Direkt eat. Will ich gar nicht mitnehmen. Lecker. Der war gut. Das hat mir geschmeckt. Ich mag ja auch so Beeren und so. Ah, lecker. Finde ich lecker. Problem ist, ich hatte nur mal Nesselfieber. Ich hatte eine allergische Reaktion auf blaue Beeren. Schon lange her. Seitdem bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Denn Nesselfieber ist auch was, was man keinem wünscht. Was ist das denn? You're nothing special. Was? Unverschämtheit. A strange one found Luna looting. It's from the Crazy Jake Clan. Okay. The Crazy Jake. Was bist du denn? Was ist jetzt los? Oh Mann. Du siehst aber jetzt auch irgendwie. Oh. Ist nicht wahr, ne? Jetzt wird man hier auch noch von irgendwelchen Viechern aus der Luft angegriffen. Voll. Das scheint irgendwie nicht in mein Inventar zu passen. Komisch. Ich dachte, das wäre das gleiche. Naja. Oh, jetzt kommen wir in diese verbrannte Gegend. Hier nochmal ein bisschen Holz. Habe ich einen Slot für Holz? Ey, Leute. Komm, ich schmeiß jetzt. Ich bin so. Ich schmeiß jetzt das Geld weg. Oder hier so Close Fragment. Das schmeiß ich jetzt weg. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass irgendwie manchmal meine Tastatur nichts anspricht. So, komm, jetzt aber. Ja, endlich. Wir sammeln was. Wir kommen voran. Und es ist nur mal zu bedenken, dass es bereits. Oh. Jetzt habe ich mich fast zu früh gefreut. Es ist fast Tag 3. Die gehen woanders hin. Die kommen gar nicht zu mir. Okay. Es ist Tag 3 und ich bin noch nicht gestorben worden. Und auch noch nicht verhungert. Das hätte ich mir selbst nicht zugetraut. Warum soll ich mir bloß diesen Wunden. Ja, komm, wir machen das mal, damit wir das nächste Ding angezeigt bekommen. Wo ist das jetzt hier? Ne, bei. Wooden Club. Bauen wir mal noch einen. Okay. Ist ja alles okay. Ist alles okay. Ich möchte aber jetzt von diesen Sachen hier jetzt nichts weg. Das könnten wir eventuell. Das ist noch zu früh. Das werden wir. Das können wir alles noch später mal. Genau. Hier liegen Steine. Quest started. Basic Survival 6.8. Craft Bow. Ich habe doch schon einen Bow, habe ich schon gemacht. Craft Wooden Bow, habe ich doch schon gemacht, Leute. Ach, guck mal, das ist aber wirklich buggy, oder? Das ist ja schon. Das müsste ja jetzt eigentlich schon sofort sagen: Hey, schön, dass du schon einen Bogen hergestellt hast. Du bist ja wirklich toll, aber bild ja jetzt bloß nicht so viel drauf ein. Ne? Aber nee, das wird alles nochmal. Aber dafür finden wir hier jetzt Steine. Ach, nun stell dich nicht so an. Hör mit deinem Gestöhne auf, das macht mich total nervös hier. Zumal das irgendwie weiblich klingt, dieses Gestöhne. Ich meine, guckt euch doch den Kerl mal hier an, der macht doch jetzt nicht. Oh! Hau den! Hau den! Und
Zombie-Farmer. Der hat eine... Nein! Das war's. Was ist jetzt genau passiert? Ja, gerade noch super. War doch klar. War doch jetzt völlig klar. Gucken, was jetzt passiert. Naja. Naja. Besser ist das. So, sind wir wieder hier. Ja, aber das ist natürlich jetzt ärgerliche. Ne? Jetzt, you're taking trap damage. Wie? Ist doch gar keine Falle. Ja, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Das ist das Schöne. Ich habe wieder ein schönes freies Inventar. Fangen wir mal direkt an. Ja, aber gut, vielleicht kann man jetzt sich noch doch noch ein bisschen besser darauf konzentrieren, was man wirklich braucht. Fiber ist gut. Steine sind gut. Und vielleicht auch in die richtige Richtung rennen. Wo renne ich hin? Nach Westen wollte ich laufen. Genau, da könnte ich ja vielleicht meine Sachen wiederfinden. Ach, das wird heute ja so... Ah, das ist ja mal gut. Es ist eingezeichnet. Ah, hervorragend. Ja, das sind diese Sachen, die ich so meinte, von wegen, das Spiel hatte einen hohen Frustfaktor. Dass man ab und zu umkommt, mein Gott, ja, das ist nun mal so, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dass man die Sachen dann verliert, ja, das ist auch sehr ärgerlich, klar. Man hat dann immer dieses Gefühl, jetzt fängt man wieder ganz von vorne an. Und das ist dann irgendwie beim zweiten, dritten Mal dann doch sehr frustrierend. Ich finde nach wie vor frustrierend, dass hier doch wirklich... Ja, die ganzen persönlichen Werte, die gehen ja runter. Man hat jetzt nur noch 81 insgesamt Gesundheit und so Sachen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man das wieder hochleveln kann, dass man dann doch wieder irgendwo 100 hat oder sogar mehr. Naja, mehr als 100% ist auch jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber... Ja, das ist eben. Aber wenigstens wird einem jetzt angezeigt, wo man seine Sachen verloren hat. Das war früher auch mal dann ein unendliches Umhergeirre. Hier liegen doch tatsächlich noch Steine. Fiber und Wood. Ich habe offenbar alles für... Die wollen mich hier irgendwie verschaukeln. Ich habe doch überhaupt jetzt gar nichts dabei. Und wieso steht denn hier, ich hätte schon Wood gesammelt dafür, dass, wenn ich jetzt mein Paket mit einbeziehe oder was? Ja gut, ja, warum nicht? Jetzt können wir ja mal versuchen, dass wir das einfach wiederfinden. Ich darf hier jetzt nur nicht rennen in der Wüste, weil dann geht es mir gleich wieder dreckig. Aber ich steuere das jetzt einfach mal direkt hier an. Und... Und dann wollen wir mal sehen. In der letzten Folge habe ich, glaube ich, keine großen Verzögerungen der Audiospur festgestellt. War auch schon mal wieder ein Fortschritt. Es wird besser. Ah, hier. Mal die Kleinigkeiten. Das können wir alles mitnehmen. Das ist alles schön. Mann, ei. Vor Mittag schon wieder. Ja, gut. Patronenhülsen. Ein Stein. Aber es ist cool. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir eine gewisse Zeit haben, um das wieder zu holen. Kann aber nicht mehr weit sein. Das muss eigentlich da unten schon, da an der Grenze von dem, da muss das schon sein. Von diesem blöden Bereich. Gucken, ob in dem Müllhaufen da noch was ist. Bisher geht es mir noch recht gut. Man darf nicht laufen, ganz offensichtlich. Also, sobald man hier rennt... Oder normal? Ja, doch, rennt. Ah, klar, war klar. Ja, klar, sicher. Ach ja, letzte Nacht hatte ich auch nochmal die Bandage nochmal hier ausprobiert.
und die dann direkt aus dem Inventar heraus benutzt und da ist dann gar nichts passiert. Während ich ja in der irgendwie letzten Folge ja mal. Ich habe überhaupt keine Waffe, ich kann mich nicht wehren. Wo ich ja letzte Folge ja mal dann doch mit Rechtsklick die Bandage anlegen konnte. Also ich weiß nicht. Hab da auf den Use-Button geklickt, aber es ist dann irgendwie nur verschwunden, aber es ist nichts passiert. Das ist jetzt nichts, worüber ich mich jetzt ärgere. Ich wundere mich nur darüber. Das ist halt typisch Early Access oder meine Blödheit, dass ich das irgendwie alles noch nicht so richtig verstanden habe. Kann auch sein. Ist höchstwahrscheinlich so. So, jetzt möchte ich gerne da ankommen. Da. Ich steuere mal genau drauf zu. Da müsste ja jetzt noch irgendwie. Bin ich eigentlich an irgendwie der Infektion gestorben oder nochmal? Da sind meine Sachen. Ach, er war es. Ja, komm. Boah, komm. Wo ist denn mein Zeug? Wie kann ich das jetzt alles rüberkriegen? Gibt es da keinen Befehl für? Komm, ihr lock ich mal weg. Komm mir mal hinterher. Ja, komm mal her, du mit deinem. Was hast du da? Ein Anfall oder wie? Kann man den vielleicht in den Kaktus reinlocken? Hier nochmal in den Kaktus rein. So, ich renn mal zurück. Oh Mann, das geht ja schnell hier. Oh. So, ich brauche irgendwie eine Waffe. Gib mir mal hier so ein. Was ist das denn? Das. Hier. Das. Und den Wooden Club. So. Ah, das ist ein Soldat, glaube ich. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Und da kommt einer angekrochen. Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig irgendwie kloppen? Wieso muss ich jetzt hier immer dran glauben? Der auch noch. Hoffentlich macht mein Bodenklapp das mit. Was hast du überhaupt für einen Kopf? Das ist ja ekelhaft. Der ist tot. Der ist auch hinüber. Oh, super. Und hat nichts dabei. Der hat was. Was ist das denn? Ah, das will ich nicht. Ah. Nee. Boah, nee. So, aber jetzt hier, komm, Wooden Frame. Und warum kann ich denn hier diese Sachen nicht einfach so alle rübernehmen? Die Pistole ist vielleicht auch wichtig. Weiß nicht, die Klamotten sind hier in der Wüste eher hinderlich. Das mein Molotow-Cocktail hätte ich gerne wieder. Und die Fackel kommt da direkt hin. Und mein Bandana auf jeden Fall. Und komm, die nehmen wir jetzt doch mal mit, die ganzen Sachen. Scheinen nicht viel zu bringen. Mein Bogen. Der kommt dahin, die Axt kommt dahin. Pfeile. Nägel. Was ist noch wichtig hier? Fibus und noch der andere Wooden Club. Dazu der ganz neu ist und das ganze Lied. Und die Dosen. Ach, das ist das völlig umständlich. Ist das jetzt so wirklich oder ist das nur jetzt wieder? Und überhaupt. Stein. Bottled Water. Nehmen wir auch mal hier so hin. So, jetzt Bullets. Da haben wir doch schon irgendwo einen Slot für diesen blöden Hammer, der kaputt gegangen ist. Die Tokens. Leather Boots, Schematic. Ah, komm. Und eine Ammo. Ja, guck mal, ist schon voll. Ich weiß nicht, was. Meine Running Shoes. Oh, die sind doch wichtig. Und Painkillers, auf jeden Fall. Komm, der Rest, ich gucke jetzt auch gar nicht mehr hin. Wenn das da jetzt auch liegen bleibt und wir das immer angezeigt bekommen. Ja, Leute, wo ist dann das Problem? Ist doch cool. Och, testen wir es aus. Ja? Testen wir es einfach aus. Ich ziehe mich mal eben an. Ja. Guck mal eben weg. Mal gucken, wie das alles wieder. Das ist auch umständlich. Warum wird das nicht sofort zugewiesen? Ich meine. Ich weiß, ich werde wieder meckerig jetzt. Ja, ist ja schon gut. Da müsste das hinpassen.
Die Schuhe. Wo sind denn jetzt die Schuhe? Da. Ah ja. Ein Overcoat. Gut. Coole Sachen. Und wir haben ja ein bisschen Platz und wir können noch ein bisschen weiter suchen. Jetzt geht's aber wirklich mal weiter. Jetzt den Rucksack. Da bin ich gespannt. Ich hoffe, das ist wirklich so, wie ich jetzt vermute, dass der da so liegen bleibt und uns angezeigt wird, so dass wir jederzeit praktisch zurückrennen können. Kann ich mich zurückerinnern und sagen, hey, da sind wir das erste Mal gestorben und das war eine tolle Zeit damals. So. Fies hier, aber man findet Steine und ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen Holzhacken. Ist hier auch heiß? Ja, ist auch heiß. Aha. Das Spiel verlangt von mir, dass ich einen Bogen herstelle, obwohl ich noch einen ganz tollen. Oh, mein Skill in Construction Tools ist gestiegen. Okay, ich soll eine Pause machen. Mache ich auch. Völlig übel hier. Völlig übel. Ist alles so verbrannt, ich glaube, aber ja, es ist heiß. Was ist, wenn ich jetzt wieder runterrenne? Ah, nicht laufen. Ich brauche mehr Geduld. Ich brauche mehr Geduld. Ich will überleben. Wat, wat, wat? Ich habe was gehört. Da ist ja eine ganze Horde hinter mir her. Pass auf, ich laufe wieder zurück. Richtung Industriegebäude. Problem ist, mir ist echt warm. Finde es irgendwie blöd, dass ich jetzt bin ich schon wieder in Kaktus rein. Also, das kann doch nicht. Also aber die Entfernung, die habe ich hier noch nicht so wirklich raus in dem. Okay. Mein Rucksack steht da noch schön. Haben die nicht beachtet? Könnte ja auch sein, dass sie dann sagen, das riecht nach Mensch, das muss ich jetzt fressen. Wo sind die? Ach du meine Güte. Puh, wo habe ich mich da bloß drauf eingelassen? Ich könnte ein schönes, ruhiges Leben führen. Stattdessen muss ich mich hier in Navescane rumtreiben. Experience Heat Stroke Stage 1. Ja, was soll ich denn machen? Immer ein bisschen Wasser trinken. Glaub ja nicht, dass das hilft. Scheint davon immer wärmer zu werden. Und ich gehe ja jetzt auch. Komm, gehen wir mal vielleicht da doch mal da drüben. Was? Ah, komm, der kommt. Ich bin hunted, oder? Nee, undetected noch. Gehen wir hier mal hoch. Ich möchte eigentlich jetzt nur mal stehen bleiben, um wirklich diesen Bogen mal zu craften und Pfeile, damit ich wieder eine neue Hinweismeldung bekomme. Boah, was ist hier für ein Wetter? Hier schwebt was. Ich sehe ein Licht. Ach du meine Güte. Oh nein, nein, der hat mich angezündet. Was soll ich machen? Ich werde sterben. Flüchten. Okay, ich darf nicht aufgeben. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ja.
Da ist ein Geier. Ich muss jetzt hier noch... Ich glaube, das ist das Fabrikgebäude, in dem ich mal... Ah ja, aber wie soll ich denn da rankommen? Bin ich hunted oder was? Der kommt... Ich bin undetected. Was ist denn hier jetzt los? Jetzt habe ich plötzlich so eine andere Farbe. Ah, hier ist alles voll mit Zombies. Ich glaube es nicht. Und es ist immer noch total heiß. Das ist ein Geier. Nein, komm, geh weg, du blöder Geier. Ja, komm. Ja, immerhin gehen die jetzt, sind das jetzt nicht solche Monster-Boss-Gegner oder was? Achtung, Kaktus. Und Zombies da oben. Ja, Spiel, was erwartest du? Overheating. Okay, aber ich kann doch hier jetzt nicht einfach stehen bleiben mitten in der Gegend. Ich kann höchstens versuchen, da oben den Supermarkt oder was zu erreichen. Was haben wir? 19.33 Uhr. Nein! Oh, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin hier völlig vom Weg abgekommen. Ich bin nicht vorbereitet. Und wie gesagt, in wenigen Stunden, also um 22 Uhr, fangen die Zombies an zu laufen. Und dann habe ich überhaupt keine Chance mehr. Ich kann nur hoffen, dass hier vielleicht keiner hinkommt. Was ist denn jetzt hier? Jetzt versuche ich mal eben so ein Bow? Kann man irgendwo ein Bow? Was? Ey, was? Gibt's auch nicht. Wo kommt der her? Hab ich nicht gesehen. Tut mir leid. Hab ich nicht gesehen. Wieso kommen die immer, wenn man gerade ins Inventar schaut? Oh no. Level up. Ich habe Skill Points. Aha. Interessant zu wissen, dass es auch sowas gibt. Und ich kann auch wirklich leveln. Level 3. Aha. Wird mir nur nicht viel helfen. Könnte man vielleicht mal was essen? Das ist das Problem mit dem Essen. Das ist einfach das große Problem hier mit dem Essen. Bedroll kann ich auch nochmal bauen. Und ein Bow wollte ich machen. Was fehlt mir? Plants nur, ja. Bisschen Fiber. So, mal schauen. Schon wieder geht es mir schlechter. Ich bin nur noch auf... Da ist noch Pfeile hinterher. Ich bin jetzt nur noch auf Dingens hier. Crossbow kann ich auch bauen. Interessant. Arrow. Alles, was geht. Naja, 21 vielleicht doch nicht. Aber 15 erstmal so. Kann ich noch mal was mit Aloe Vera machen? Ja, habe ich schon genug. Noch mal Aloe Cream, ja, alles was geht. Ja, ich kann mehrere bauen. Dann noch mal genau gucken. So, jetzt aber. Oh, das dauert aber lange. Bis dahin bin ich ja schon verhungert. Oh mein Gott. So, der Supermarkt, das sieht eigentlich ganz gut aus, da ist ein Zombie in der Nähe. Hier sehe ich erstmal nichts. Da hinten ist eine Stadt. Und mir geht's echt dreckig. 104 Grad Fahrenheit. Kann man, was ist das eigentlich?
Da muss man mal. Kann man das nicht umstellen? Nee, kann man glaube ich nicht. Muss ich nochmal nachschauen. So, was ist jetzt mit der Yucca-Pflanze? Habe ich jetzt welche? Dann zeig mal. Da, Yucca-Cream. Da ist die dritte. Hervorragend. Gut, die macht mich wieder gesund. Komm, ganz rein damit. Wir können's, wir haben es nötig. Jetzt ist es soweit. Ich verziehe mich jetzt hier. Ich werde mich jetzt hier einfach klein machen. Naja, und falls was Aufregendes passiert, dann werde ich wieder einschalten. Für jetzt aber heißt erstmal, das war's mit 7 Days to Die für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, denkt an den Like-Button und teilt das Video mit euren Leuten. Na, in diesem Sinne, bleibt sauber, habt Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.